Hör mal zu nimmt sie mit ins Jahr 1910. Eine gespannte politische Lage, 4 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Eines Tages gab's eine Krise im Hütt in Gelsenkirchen-Buer. Und der Steiger gab ihm die Papiere. Eines Tages um 6 Uhr. Paul, wie siehst du denn aus? Ich war nicht darauf vorbereitet. Ein plötzlicher Schauer. Komm, wärm dich ein bisschen auf. Ja. Willst du einen Cognac haben? Ja, den kann ich jetzt gebrauchen. Danke dir. Dein Rock ist ja klatschnass. Zieh ihn aus, sonst wirst du noch krank. Die Garderobenfrau wird ihn aufbügeln. Oh, vielen Dank, Barbara. Aber bügeln ist wirklich nicht nötig. Zier dich doch nicht so. FK mit Hubertus Kopf? Das ist ja die Brieftasche von Felix König. Was, kennst du ihn? Ja, er ist unser Geschäftsfreund, ein Juwelier. Er ist tot. Tot? Um Gottes Willen. Wie ist denn das möglich? Vor einer halben Stunde war er noch in der Bar und trank seinen Whisky. Ja, und jetzt liegt er in der Stromstraße. Keine 200 Meter von hier. Erst dachte ich, er ist betrunken und schleppt ihn von der Straße weg in einen Hofeingang. Aber dann sah ich, dass er tot ist. So ein netter alter Herr. Warum hast du nicht die Polizei verständigt? Und wie kommst du überhaupt zu der Brieftasche? Ja, ich griff in seine Manteltasche und suchte nach einer Adresse. Und plötzlich hatte ich die Brieftasche hier in der Hand. Das ist doch Diebstahl, das ist doch nicht deine Art. Was hast du dir dabei gedacht? Ich konnte doch gar nicht mehr denken. Schau dir das mal an. Hier, da, schau, so viel habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Ja, und dann habe ich es einfach eingesteckt. Siehst du, das war wie ein Mechanismus. Die Polizei, sie haben ihn gefunden. Was machst du jetzt bloß? Ach, da hast du dir ja was Schönes eingebrockt. Ach, wieso? Jetzt bin ich wieder bei Sinnen. Ist doch klar, dass ich die Brieftasche abliefere. Ich gehe hin und erkläre alles, genauso wie es war. Und du glaubst, die glauben dir das? Natürlich, ich bin doch unschuldig. So viel Naivität sieht dir mal wieder ähnlich. Du kennst die Behörden nicht. Reg du dich nicht auf. Tschüss. Paul, mach keine Dummheiten. Sie werden dich verhaften, Paul. Du bist lange arbeitslos, du brauchst Geld. Du hast ihn in die Toureinfahrt geschleift und du hast ihm die Brieftasche abgenommen. Ja, und ich habe ihn liegen gelassen, ohne die Polizei zu verständigen. Das reicht für eine Verhaftung. Eine halbe Stunde vorher war er noch in unserer Bar. Diesen Ring hat er mir mitgebracht. Ich habe 2000 Mark angezahlt. Das würde auch bei uns für eine Verhaftung reichen. Und wir sind auch noch Freunde. Komplizen würden die behaupten. Mama. Ja? Ich kann mich doch auf dich verlassen. Aber natürlich, Paul. Schließlich kennen wir uns von Kindheit an. Aber Willi darf nichts davon erfahren. Du weißt, er hat was gegen dich. Ja. Aber ich hab ihm nie einen Grund gegeben. Trotzdem ist er eifersüchtig. Er ist nun mal so. Und wenn er jetzt noch erfährt, dass... Entschuldigung. Ach, da ist Besuch. Tag, Pan. Hallo, Willi. Der Schnelldinger sitzt im Lokal. Er will uns Sekt verkaufen. Er soll sich einen Augenblick gedulden. Ich komme gleich. Paul hat mir gerade erzählt, dass er eine schöne Position in Aussicht hat. Gratuliere. Es geht ja dann wieder aufwärts. Ja, aber so weit ist es noch nicht, Willi. Was machst du jetzt bloß? Vor allen Dingen muss diese verdammte Brieftasche verschwinden. Die Brieftasche? Ja, die ist gut aufgehoben. Die sehe ich nie mehr wieder. Na, das ist ja alles in bester Ordnung. Ja. Die Polizei hat eine Belohnung von 5000 Mark ausgesetzt. Die schwer getroffene Familie hat die Belohnung um weitere 5000 Mark erhöht. Man vermutet, dass der Täter ein Dachdecker war, da es sich bei dem Mordinstrument um einen Dachdeckerhammer handelte. Die Blutgruppenuntersuchung ist positiv. Zusammenhang zwischen Tat und Waffe nachgewiesen. Naja, das war ja zu erwarten. Und Fingerabdrücke, wie steht's denn damit? Keine! Das ist ja lächerlich. Wie sollen wir denn da den Mörder finden? Streng doch mal ein bisschen an! Herren, endlich, Herr Fuchs. Was Neues im Fall, König? Leider nicht, Herr Kriminalrat. Aber der Mörder kann doch nicht vom Erdboden verschluckt sein. Oder meinen Sie etwa, so ein Hammer fällt vom Himmel? Nein, nein, natürlich nicht, Herr Kriminalrat. Na also, mein lieber Fuchs, der Ermordete gehörte zu den Honoratioren der Stadt. Wenn wir den Fall nicht lösen, kann der Polizeipräsident seinen Hut nehmen. Und auch mit meiner Beförderung ist es essig.
Na, was stehen Sie eigentlich hier rum? Können Sie nichts unternehmen? Wir haben alle verdächtigen Personen vorläufig festgenommen. Wie viel? 33, darunter 3 Frauen. Na, viel zu wenig. Sie meinen, ich sollte mehr Frauen festnehmen? Quatsch! Insgesamt haben Sie zu wenig eingelocht. In unserer Stadt wimmelt es von Verbrechern. Jetzt haben wir endlich mal Gelegenheit, der Unterwelt die Zähne zu zeigen. Da sind Sie so zimperlich. Ja, aber was soll ich denn jetzt noch machen? Bis heute Abend sämtliche Lokale und Obdachlosenasyle durchkämmen. Wäre doch gelacht, wenn wir den Täter nicht finden würden. Jawohl, Herr Kriminalrat. Hätten Sie was dagegen, die nächste Krippe zu nehmen? Wieso? Ist es hier nicht ganz geheuer? Das hier ist sozusagen meine Krippe. Ach, Ihre Krippe ist aber herrlich. Und wenn ich Ihnen sage, dass die nächste Krippe genauso herrlich ist? Oh, Sie sind aber hartnäckig. Haben Sie die Krippe hier gekauft? So ähnlich. Ich habe sie in Besitz genommen. Ich mache hier, was ich will. Tun Sie es doch. Mich stört das überhaupt nicht. Ich will mich aber ausziehen. Das lässt sich beim Baden nicht ganz vermeiden. Außerdem habe ich keine Badehose dabei. Oh, ist Ihnen das nicht zu kalt? Ist Ihnen das nicht unangenehm? Wieso mir? Ich habe es ohne Badehose noch nicht probiert. Na, sehen Sie. Ach, Egon, was machst du denn hier? Hat dich die Arbeitswut gepackt? Nur eine kleine Gefälligkeit. Seit wann klebt man Plakat aus Gefälligkeit? Wir scheinen das Klima nicht zu bekommen. Ich bin bei bester Gesundheit. Wie gesagt, eine Gefälligkeit für einen alten Freund. Wer ist denn das? Paul Wunderwald. Der Ingenieur? Jawohl, er gab mir den Job. Ah, der ist sich gut zu feiern dafür. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie hat ihm die Sache nicht geschmeckt. Donnerwetter, das ist aber starker Tauber. Siehst du, das war dem lieben Paul zu viel. Übrigens, die Pinselei bringt mir 10 Mark den Tag. Seit wann hat denn der Paul Geld zu verschenken? Also, mir wird's hier zu heiß. Das liegt an der Temperatur. Ich muss jetzt gehen. Wenn Sie schon meine Krippe benutzen, ich würde Ihnen gern... Ich habe eine originelle Behausung. Machen Sie da auch alles, was Sie wollen? Natürlich. Das heißt, wenn ich Besuch habe, natürlich nicht. So, darf ich? Na, danke schön. Vorhin wollten Sie mich noch fortjagen. Ach, das ist doch längst vorbei. Nehmen Sie Platz. Cool, danke. Gang einlegen. Oh. Hier wohnen Sie also. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Nehmen Sie Platz. Sie sind Techniker? Diplom-Ingenieur, zurzeit arbeitslos. Haben Sie keine richtige Wohnung? Ich hatte eine, aber mit einem großen Fehler. Sie kostete Miete. Und hier wohnen Sie umsonst? Diese Luxusvilla hier gehört Bekannten von mir, Barbesitzern. Sie haben sie mir wohlwollend überlassen. Ein hochherziger Beitrag zur Linderung der Arbeitslosennot. Darf man denn in so einer Laube überhaupt wohnen? Was heißt dürfen? Solange die Polizei mich nicht verjagt. Und hier gibt's keine Polizei? Doch, die reiten manchmal durchs Gebüsch. Auf Pferden? Warum tun die das? Ich nehme an, die müssen. Aber die sagen nichts. Nee, die reiten nur. Wie lange wollen Sie denn hier noch wohnen bleiben? Na, wer weiß. Oh. Ja, kommen Sie rein. Ja. Ein Briefträger. Ja. Das ist eine Überraschung. Sagen Sie mal, sind Sie der Diplom-Ingenieur Paul Wunderwald? Ja, da bin ich. Ehrenwort. So, bitte. So, das ist nur wegen der Unterschrift hier. Unterschrift, ja. So, bitte. Das macht 80 Pfennig Zustellgebühr. Ach, Zustellgebühr? Ja. Ja. Hier. Ja, nein, das stimmt schon. Oh, vielen Dank. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist aber selten, dass ich mal Post kriege. Krokodilleder. Ist doch kein Krokodilleder. Und dein Monogramm ist auch drauf. FK. Was ist denn plötzlich mit Ihnen los? Ja, das ist tatsächlich Krokodilleder.
Merkwürdig, wer mir das wohl geschickt hat. Die ist ja ganz voll Geld. Ja, komisch, was? Dass sie sowas geschickt kriegen? Was machen wir jetzt mit dem Geld? Wieso wir? Wir könnten doch eine Flasche Sekt darauf trinken oder Wein. Ich habe einen kalten Tee. Sie freuen sich wohl gar nicht. Wie man es nimmt. Sind Sie sehr traurig. Aber lassen Sie mal. Sterben müssen wir alle mal. Da haben Sie recht. Aber ein Trauerflor sollten Sie tragen. Haben Sie was Schwarzes? Ich nähe es Ihnen an. Nein, wieso? Ich bin ja gar nicht mit ihm verwandt. Und das Zeug, das habe ich ja auch nicht geerbt. Es ist am besten, wenn ich es ihm zurückschicke. Ja, aber wohin? Warum sind Sie denn so nervös? Haben Sie keinen Menschen, der Sie lieb hat? Doch. Entschuldigung. Egon, du. Was ist denn los? Warum hast du denn die Sachen nicht ins Plakatinstitut zurückgebracht? Habe ich ja, aber die haben das Zeug wieder zurückgegeben. Ich soll jetzt immer weiterkleben. Und jetzt weiß ich auch, warum du das Zeug loswerden wolltest. Weil du Arbeit gesucht hast. Aber doch nicht als Dauerbeschäftigung. Und all die Raubmörder, die ich mit der Zeit auf den Hals kriege. Raubmörder? Mach dir nichts draus. Ja, du hast ja recht. Ich weiß ja, für wen ich es tue. Das ist nett von dir, Egon. Ich tue es ja für dich. Und wenn du mir die 10 Mark für morgen geben könntest. Zurück an Absender. Und auch gleich 20 für übermorgen mit. Egon, ich hab nichts. Paul, wir haben nichts zu essen. Ja, jetzt hau aber ab. Dankeschön. Wiedersehen. Sehen Sie, das Geld gehört Ihnen doch. Nein, es gehört mir nicht. Aber Sie sind doch dran gegangen. Ja, woher hätte ich sonst nehmen sollen? Ich bin völlig blank. Wenn Sie so völlig blank sind, warum haben Sie die Arbeit nicht behalten? Das kann ich Ihnen nicht erklären. Ich glaube, Sie können mir so manches nicht erklären. Ach, haben Sie doch etwas Geduld mit mir. Ja, wo wollen Sie denn nehmen? Ich muss jetzt gehen. Sehen wir uns wieder? Ich weiß ja nicht einmal, wie Sie heißen. Marion. Marion Klefisch. Marion. Ich schlage Ihnen vor, morgen Abend. Wir treffen uns um 6 Uhr an der Normaluhr. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich bringe Ihnen auch Blumen mit. Einen ganzen Strauß. Ich muss jetzt gehen. Ich komme auf die Annonce. Wo geht's zum Personalbüro? Ja, hier gleich rechts um die Ecke. Sie wünschen? Ich komme auf Ihre Annonce. Sie suchen doch wohl einen Hilfskonstrukteur. Aushilfskonstrukteur, meinen Sie wohl? Oder auch Aushilfskonstrukteur, das ist ja wohl kein Unterschied. Haben Sie eine Ahnung? Das ist ein großer Unterschied. Hilfskonstrukteure werden bezahlt nach Tarif K-römisch 3 arabisch 4, während Aushilfskonstrukteure nach Tarif K-römisch 3 arabisch 4 bezahlt werden. Außerdem... Bitte, hier sind meine Papiere. Was soll ich denn damit? Ich möchte bei Ihnen arbeiten als Hilfskonstrukteur. Aushilfskonstrukteur? Meinetwegen auch das. Die Stelle ist längst besetzt. Eben haben Sie mir lang und breit erklärt... Sie haben mich hier nicht ausreden lassen. Ich habe Ihnen nur den Unterschied zwischen einem... Hilfskonstrukteur und einem Aushilfskonstrukteur erklärt. Herr Na, Kreis. Also, Sie sind doch nicht so dumm, wie ich erst dachte. Was haben Sie eigentlich gelernt?
Diplom-Ingenieur? Ja. Und da laufen Sie so herum? Sie sollten etwas mehr auf Ihre äußere Erscheinung achten. Sie sehen ja aus wie ein Krimineller. Also mit anderen Worten, Sie haben den Mörder immer noch nicht. Wir haben die ganze Unterwelt durchgekämmt. Fehlanzeige. Und nun Sie gefälligst in der Oberwelt, ich meine in der sogenannten Gesellschaft. Haben Sie eigentlich die Familie des Toten schon vernommen? Ja, da gibt es nur eine Tochter, aber die war gestern so verstört, dass sie nicht aussagen konnte. Dann versuchen Sie es heute nochmal. Trösten Sie die junge Dame. Das wird Ihnen ja wohl nicht so schwer fallen. Sie wünschen? Ich komme in der Mordsache König. Aha, Sie sind der Ermordete persönlich? Ja. Nein, natürlich. Ja, tut mir leid, ich hab zu tun. Vielleicht versuchen Sie es auf dem Polizeipräsidium. Hören Sie, ich bin ein bisschen durchgedreht. In diesem Fall empfehle ich Ihnen ein Sanatorium. Ich habe hier mal was abgegeben. Wie bitte? Reden Sie lauter. Abgegeben, vorübergehend. Bruno, wissen Sie, es geht mir ja nicht darum. Das ist mein guter Anzug. Und den möchte ich gerne für eine Stunde ausleihen. Ja, könnten Sie das machen? Ich suche nämlich eine Stellung, nicht? Und mit dem Aufzug da, Sie verstehen, ja? Ja. Sie kriegen ihn in einer Stunde wieder. Auf Ehre. Ehre sind wir hier nicht eingerichtet. Bei uns geht's nur gegen Geld. Herr Verleihinspektor, wenn Sie mir jetzt den Anzug nicht ausleihen, dann werde ich doch nie mehr das Geld haben, ihn einzulösen. Dann bleiben Sie auf meinem Anzug sitzen. Dann können Sie sich das Geld nicht leihen? Nein. Ach. Haben Sie denn keine Freunde? Doch, sehr viele. Aber die haben auch alle kein Geld. Das heißt, warten Sie mal. Einen hätte ich schon. Und der hätte bestimmt nichts dagegen, wenn ich... Aber das bekomme ich doch wieder, wenn ich den Anzug zurückbringe. Nein, da gehen die Zinsen ab, Verwaltungskosten und Buchungsgebühren. Ah, da ist er. Kann man sich hier irgendwo umziehen? Ja, umziehen ist hier gar nicht vorgesehen. Na, aber eine Toilette werden Sie doch wohl haben. Ja doch, aber die ist doch nur für uns Beamte. Aber wenn Sie die bestimmt nicht benutzen, dann können Sie sich ausnahmsweise mal da umziehen. Vergelt's Ihnen Gott? Ja. Nicht eingestellt. Nächste. Wunderbar. Hier sind die Zeugnisse. Sie sind doch Ingenieur. Jawohl, ich bin 3 Jahre lang Montageingenieur in einer Kranwerft gewesen und natürlich auch als Kranführer ausgebildet. Ich will nicht länger arbeitslos sein. Sehr anständig von Ihnen. Nicht eingestellt. Ja, warum denn nicht? Moment mal, ja? Nur halten Sie doch den Betrieb nicht auf, Herr Doktor. Sie, das sind Portalkrane. Für die brauchen Sie gute Leute. Ich habe schon 7, mir fehlt nur noch einer. Ich kenne doch die Dinger. Alle 50 Betriebsstunden müssen Sie da die Rutschkupplung nachziehen. Rutsch? Was? Die Rutschkupplung. Das ist eine Sicherheitskupplung gegen Überbelastung. Ein einfacher Kranführer ist da völlig hilflos. Ach, das machen bei uns die Inspektionsmonteure. Woher kennen Sie denn die Dinger so genau? Die habe ich doch mitkonstruiert. Deshalb kenne ich Sie doch besser als jeder eurer Monteure. Übrigens, wäre bei euch nicht irgendetwas frei als Monteur? Sie haben diese Rutschdinger konstruiert? Ja, da haben Sie einen Feinkohl gebaut. Mein damaliger Chef wollte das so, wobei er pleite machte und wir alle auf der Straße lagen. Gib mal her. Mörder mit dem Hammer noch nicht gefasst. Das ist Sache der Polizei. Aber mit den Kränen, da werden Sie doch viel Ärger haben, das schwöre ich Ihnen. So, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber so ein Posten als Kranführer wäre viel zu schade für Sie. Sie müssten Direktor werden mit Ihrem Anzug. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Stellen Sie mich ein. Sagen wir mal für 3 Wochen. Als Aushilfe. Und in der Zeit, da bringe ich Ihnen die ganzen Rutschkupplungen in Ordnung. Und ich habe nämlich ganz bestimmte Kniffs. Also gut. 3 Wochen Aushilfe. Aber Sie bringen mir diese Rutschanlasser. Rutschkupplungen. In Ordnung. Abgemacht? Abgemacht.
Bitte. Danke. Schluss, meine Herrschaften. Wir stellen niemanden mehr ein. Feierabend. Können Sie sich vorstellen, dass irgendjemand die Absicht gehabt haben könnte, Ihren Vater zu ermorden? Ja, ich weiß nicht. Überlegen Sie. Pa hatte leider die Angewohnheit, immer sehr viel Geld mit sich herumzutragen. Ich sagte ihm oft, er solle vorsichtiger sein, aber... Wussten auch andere Personen, dass Ihr Vater immer eine volle Brieftasche bei sich hatte? Nein, ich glaube nicht. Das heißt, er war des Öfteren bei Barbara. Bei Barbara? Das ist ein Nachtlokal auf der Stromstraße. Hm. Diese Barbara werde ich mir mal ansehen. Hallo? 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 Entschuldigen Sie bitte. Herr Wachmeister? Was gibt's? Ich möchte diese Brieftasche abgeben. Was soll ich damit? Ja, die habe ich gefunden. Da bin ich nicht zuständig. Da müssen Sie ins Fundbüro gehen. Ach so. Ja, ich weiß nicht. Aber ich, Helmer Straße 33, zweiter Stock. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, lieber Herr, bringst einen armen Blinden, der nicht sehen kann, über die Bahn leise. Kommen Sie her. Bringen Sie herüber. Gutes Werk trägt gute Früchte, Hitler. Ah, ja. Sind Sie blind? Ganz schön wiss, edle Dame. Von Kindesbeinen an, ja. Da ist er ja. Unser alter Freund, der leise Lulli. Was ist das? Gut bei Kasse. Das Ding habe ich nur ja nicht richtig gesehen. Komm. Sie wünschen, mein Herr? Ich möchte gern was abgeben. Wenn Sie das bitte ausfüllen wollen, Name und Wohnort, Straße und Hausnummer, bitte. Nein, ich fülle nichts aus. Das ist aber nötig, wegen des Finderlohns. Ach so. Ja, ich will ja gar keinen Finderlohn. Auf Finderlohn haben Sie aber gesetzlichen Anspruch. Wenn Sie mir, wo ich schon so ehrlich bin, auch noch mit Formularen kommen, dann gehe ich eben wieder. Oh nein, das dürfen Sie nicht. Wenn Sie etwas gefunden haben, dann müssen Sie das auch abgeben. Ja. Meinetwegen. So, bitte. Ja, hier. Ja, das Ding ist... So was? Verloren. Verloren? Dass die Leute nie lesen können. Wenn Sie etwas verloren haben, dann müssen Sie zur Verlustanmeldung gegenüber, Schalter 17. Aber wissen Sie, so viel lag mir eigentlich gar nicht daran. Guten Tag. Paul. Was machen Sie denn für ein trauriges Gesicht? Ach. Wissen Sie noch, worüber wir gestern gesprochen haben? Ach so, Sie wollten ja Blumen. Die habe ich ganz vergessen. Beziehungsweise,
Es waren keine mehr da. Die waren alle ausverkauft. Ach nein. Das meine ich doch nicht. Ich meine die Sache mit der Brieftasche. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Irgendjemand hat sie mit der Post geschickt. Aber wer schickt Ihnen denn so viel Geld in so einer Brieftasche? Als wenn die ganze Welt nur noch aus dieser Brieftasche bestünde. Paul, zeig mal deine Brieftasche. Ich habe keine Brieftasche. Du hast deine Brieftasche. Ich habe sie verloren. Paul, ich weiß, dass du kein Mörder bist. Aber du hast damit zu tun. Irgendwie. Also gut. Ein ganz kleines bisschen. Wenn du endlich lieb bist, dann erzähle ich es dir. Ich will nicht mehr lieb sein. Du hast die Brieftasche. Nein. Du hast die Brieftasche! Weitergeht, kann ich meinen Sekt bald alleine trinken. Ein Päulchen wird dir schon helfen. Weißt, Päulchen? Düsseldorf. Der Kriminalpolizei ist es gelungen, den Hauptmörder mit dem Hammer festzunehmen. Er wurde dadurch überführt, dass man bei ihm die geraubte Brieftasche mitsamt dem Geldinhalt fand. Der Täter hat noch kein Geständnis abgelegt. Gratuliere, Paul. Deine Sorgen bist du jetzt los. Was für Sorgen? Ihr könnt mich doch nicht für dumm verkaufen. Ich wette, ich bin nicht der Einzige, der Paul mit der dicken Brieftasche gesehen hat. Wunderbar, Paul? Nee, haben wir ja nicht. Wann soll denn der eingeliefert worden sein? Gestern. Kam durchs Radio. Wegen der Brieftasche. Ach, den meinen Sie, der leise Lulli. Wie hat sich der bei Ihnen genannt? Naja, der hat schon alle Handnamen hinter sich. Was wollen Sie denn von ihm? Nichts. Oder nur sehen. Er soll wissen, dass ich zu ihm halte. Na, der hat sich ja ganz schön eingewickelt. Er ist unschuldig. Oh, so ganz so unschuldig, liebes Fräulein, wird er schon nicht sein. Das weiß ich besser als Sie. So, so. Waren Sie dabei? Sie können sich darauf verlassen. Totgeschlagen hat er keinen. Nun warten Sie doch mal in Ruhe ab. Wenn er unschuldig ist, wird sich das ganz von selbst herausstellen. Der Paul kann das gar nicht gewesen sein. In der Nacht, da war er nämlich... Da war er nämlich bei mir. Tja, das mag wohl sein. So, so. Augenblick mal. Können Sie das auch beschwören? Hier, Inspektor Ludwig, Herr Untersuchungsrichter. Herr Untersuchungsrichter, hier hat sich eine Alibizeugin gemeldet. So, eine Alibizeugin? Darauf habe ich gewartet. Na, wahrscheinlich bestellte Arbeit. Ach, Sie will ihn sprechen? Ja, warum nicht? Na, schicken Sie die Person mal rüber und den leisen Lulli auch. Na, vielleicht quasseln die beiden. Na, Sie wissen doch, wenn Weiber im Spiel sind, wird die Sache zuweilen undicht. Ja, meine Methode.
Herein! Name? Marion Kleefisch. Wohnheit? Duisburg, Hüttenstraße 76. Geboren? 10. August 1910. Da sitzen. Welcher sitzen Sie schon, Fräulein? Ja. Beruf? Zurzeit stellungslos. Leider. Ja, Sie haben Glück gehabt, Fräulein. Ihnen zuliebe will ich eine Ausnahme machen. Sie sind verlobt mit dem Gefangenen? Na, wie lange? Herein! Na bitte, Ihre Braut möchte Sie sprechen. Ja, nun los, nun reden Sie mal ein bisschen. Wozu sind Sie denn hergekommen? Aber das ist ja gar nicht Paul. Paul? Ach, da ist noch ein anderer. Na, dieser Paul, den Sie meinen, der hat offenbar auch mit der Mordsache zu tun. Naja, wer ist denn nun dieser Paul? Wo wohnt er? Wie heißt das? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das da ist doch der Paul. Seid so Hexin. Na, dafür, dass Sie mit ihm in der betreffenden Nacht zusammen gewesen sein wollen, brauchen Sie ja reichlich Zeit, um ihn wiederzuerkennen, mein Fräulein. Ach doch. Ja, natürlich. Ja, meine ganze Nacht war das ja auch dunkel und meine, wenn das Fräulein mir nicht mehr wiedererkennt, ich hatte nämlich eine Mütze auf. Na, dann erzählen Sie mal, Fräulein. Na, wie war das denn angeblich? Wollen Sie das wirklich genau wissen? Schön war es. Wirklich war sehr schön. Ja, oh ja, sehr schön. Na, Ihre Personalien habe ich. Und diese Sache mit diesem Paul, die werde ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Und Gnade Ihnen Gott, wenn Sie mich belogen haben, mein Fräulein. Dann lassen Sie doch einen lieben J aus dem Spiel, Herr Untersuchungsrichter. Ist er sowieso schon geplagt genug? Der alte Mann. Paul! Ich hab dir Unrecht getan! Ich hab gedacht, es wäre deine Brieftasche! Ich dachte, es wäre deine Brieftasche! Paul! Du warst es ja gar nicht! Es war der leise Lulli und der sitzt schon. Hörst du mich? Das kann doch nur der Blinde mit dem Krückstock gewesen sein. Das tut ihm gut. Was muss der mir auch die Brieftasche klauen? Paul, dann war die Brieftasche ja doch von dir. Ach, die ist verrückt geworden. Brüll doch noch lauter! Paul, nun hör doch endlich mal auf mit dem Kran! Was ist denn los? Paul, ich will jetzt alles wissen, ganz schnell und alles. Was hat die Polizei dazu gesagt? Mach dich nicht schmutzig. Wieso Polizei? Bist du denn nicht da gewesen? Nein, die haben mich noch gar nicht vorgeladen. Wie können die dich vorladen, wenn sie nichts von dir wissen? Na siehste. Aber Paul, da musst du von selbst hingehen, dich melden und das alles aufklären. Was kann dir dabei schon passieren? Ja, ja, das siehst du am leisen Lulli. Aber du hast doch mit dem Mord nichts zu tun. Ja, der Lulli auch nicht. Eben. Und weil der Mann unschuldig ist, musst du dich melden. Dir ist es wohl lieber, wenn ich unschuldig sitze, aber was? Nein, ganz und gar nicht. Ach, trotzdem musst du hingehen und dich melden. Meinst du? Hallo! Eda, was ist denn los da oben? Der hat Kurzschluss. Was soll denn das? Können Sie nicht bis zum Feierabend warten? Aber Sie... Marion! Ach, Marion! Viele Wochen stand er Schlange vor dem Amt in Gelsenkirchen-Buhr.
Ich will Arbeit. Ihm war bange. Jeden Morgen um 6 Uhr. Und dann fuhr er wieder auf die 9. Sohle. Im Pütt in Gelsenkirchen-Bur. Ach, da lag er bald den toten Mund voll Kohle. Sie wünschen? Jupp Kalinski. Ich hätte gern Frau Scholz gesprochen. Meine Herren. Einen Moment, bitte. Eines Morgens um 6 Uhr. Darf ich bitten? Guten Abend. Guten Abend, Herr Kommissar. Nanu, woher wissen Sie, dass ich bei der Kripo bin? Schon mal mit mir zu tun gehabt? Bis jetzt noch nicht. Aber das können wir ja nachholen. Was soll der Unsinn? Was du immer zu blöde Witze machen? Ich habe nur ein paar kurze Fragen. Ich wollte Sie deshalb nicht extra aufs Präsidium bestellen. Bitte, Herr Kommissar. Das ist ein Freund von uns. Wir haben keine Geheimnisse. Bleib doch sitzen, Paul. Also, Herr Kommissar, was wollen Sie wissen? Kannten Sie einen gewissen Herrn König, Felix König? Kennen wir den Willi? Natürlich, das ist doch der Juwelier. Ach, der. Tja, das ist ja nur ein sehr tragischer Fall, Herr Kommissar. War König Gast in Ihrer Bar? Regelmäßig, Herr Kommissar, dienstags und donnerstags. Auch an dem bewussten Donnerstag, an dem Donnerstag, an dem er ermordet wurde? Ja, Herr Kommissar, er saß drüben in der Bar bis etwa 11 Uhr. Allein oder in Begleitung? Herr König war immer allein, Herr Kommissar. Ein sehr netter alter Herr, der immer seine 3-4 Whisky trank. Kannten Sie den Ermordeten auch? Ich? Sehe ich so aus, als ob ich mir Barbesuche leisten kann? Kennen Sie vielleicht diesen Mann? Nein, Herr Kommissar. Bestimmt nicht. So eine Figur kommt mir nicht in meine Bar. Danke. Das ist alles, was ich wissen wollte. Guten Abend. Guten Abend, Herr Kommissar. Ich bin schon allein. Was denkst du? In Kripo müsste das eigentlich riechen. Was? Dass er direkt neben dem Mörder stand. Das hast du gesagt, nicht ich. Aber du hast es gedacht. Nein! Das denke ich nicht mal sonst. Was sonst? Willi, ich schwöre dir, ich auf! Ich will nichts wissen. Die Sache stinkt. Ich will meine Konzession nicht verlieren. Ich war ja drauf und dran, ihm alles aufzuklären. Gut, dann geh aufs Präsidium und mach einen Tisch. Das tue ich auch. Morgen früh. Darüber schlafe erst mal. Du wirst doch nicht jetzt auf die Kripo rennen, jetzt, wo du Arbeit hast. Ich kann doch den leisen Lulli nicht im Kitchen sitzen lassen. Unschuldig. Beruhige dich, der Mann ist Berufsverbrecher, der weiß sich schon zu helfen. Wo haben Sie den Hammer her? Was für ein Hammer, Herr Untersuchungsrichter? Mit dem Sie Ihr Opfer erschlagen haben. Ich habe keinen nicht erschlagen. So. Und wie kommen Sie an diese Brieftasche? Das hat der Herr doch schon gestern gesagt. Ich gebe keine Auskünfte mehr. Lieber Mann, Sie haben zwar das Recht, die Aussage zu verweigern, aber dann haben wir das Recht, daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Und offenbar haben Sie einen triftigen Grund, die Aussage zurückzuhalten. Sie werden lachen. Und das ist unsere Eckkapsel gefunden. Jawohl. Ehrlich gefunden. So, so. Gefunden. Wenn Sie die Brieftasche gefunden haben, dann hat sie doch jemand verloren. Klar. Und dann meldet er den Verlust der Polizei. Klar. Es ist aber nichts gemeldet. Na, was sagen Sie nur? Ich lächle. Da hat sie mich ja nicht verloren. Da hat sie weggeschmissen. Einfach so weggeschmissen. Verstehen Sie? Und dazu hat er auch all die Hund. So. Was sagen Sie nun? Ja, gut schön. Nehmen wir mal an, der Täter wirft die Brieftasche weg, um sich des Belastungsstückes zu entledigen. Aber dann nimmt der Kerl doch vorher das Geld heraus, oder nicht? Denn schließlich hat er den Mord doch begangen, wegen des Geldes. 2722 Mark. Haben Sie noch was dazu zu sagen?
Also, dann wären wir jetzt soweit. Gegen die studierten Herren kommt unser Eins nicht an. Aber wenn ich sie nicht gefunden habe, also, dann weiß ich wirklich nicht, wie ich dran gekommen bin. So, so, Sie wissen wirklich nicht. Nee. Ja? Sie waren in der fraglichen Nacht nicht zu Hause. Ihre Alibizeugen waren wieder mal faul. Die waren immer faul, wie ich aus ihren Akten ersehen habe. Wo also waren Sie? Ich will es Ihnen sagen. Am Tatort. Auf der Straße trafen Sie den Herrn im Paletot, lockten ihn, um vor Zeugen sicher zu sein, unter irgendeinem Vorwand in den Torweg. Und dort haben Sie ihm dann hinterrücks mit diesem Hammer, einen Schädel eingeschlagen. Dann haben Sie ihm die Brieftasche abgenommen und auf der Flucht den Hammer weggeworfen. Dann will ich schon lieber ein Geständnis machen. Bitte. Brav so, lieber Freund. Ich habe die fragliche Brieftasche. Sind Sie soweit? Einem mir unbekannten Herrn, haben Sie Herrn, aus der Brusttasche gestohlen. Nachdem Sie ihn, nicht wahr, also vorher mit dem Hammer und so weiter, na, wir setzen das dann schon für Sie ein. Nee, Herr Untersuchungsrichter, nee, mit dem Hammer habe ich nichts zu tun. Nur ein kleiner Taschendiebstahl. Ah, auf einmal sind Sie Taschendieb. Lieber Freund, Sie sind 14 Mal vorbestraft. Und zwar wegen Einbruchs und Straßenraubs. Sie haben Geldschränke geknackt und Tresore gesprengt. Sie sind sozusagen von der Schwerindustrie. Da wird man nicht auf einmal Taschendieb. Psychologisch nicht und vor allen Dingen nicht mit diesen Händen. Sie müssen ja wissen mit Ihrer Psychologie. Und da wir gerade bei der Sache sind. Sie Jahre hier fällig? Das ist doch meinetwie. Sie werden mir auch wieder nicht loben, Herr Untersuchungsrichter. Aus Ihrer Jackentasche. Mit diesem Finger. Hast du dich denn gar nicht über das Boot, Mario? Ein ganz kleines bisschen habe ich es ja auch für dich gekauft. Schau mal an. Die Heiratsannoncen scheinen es dir aber angetan zu haben, weißt du, Mario? Ja, die sind alle so komisch. Und manchmal stelle ich mir vor, wie so einer wohl aussehen wird. So ein End-40er oder ein kräftiger Witwer mit Eigenheim. Hier, ein junger Student mit Außenbordmotor sucht Mädchen mit reichem Innenleben. Du musst wohl heiraten. Ja. Hast du niemals ernste Absichten? Immer. Aber heiraten will ich nicht. Paul, wie war das mit dem leisen Lulli? Das weiß ich doch nicht. Bist du nicht hingegangen und hast das aufgeklärt? Das habe ich dir doch alles erzählt. Und die haben dann den leisen Lulli entlassen? Es blieb ihnen ja gar nichts anderes übrig. Er war natürlich furchtbar froh. Er lässt dich schön grüßen. Ich muss mal an Land. Marion, so weit brauchst du doch nicht zu laufen. Marion, wo willst du denn hin? Jawohl. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie zu richten. Bleiben Sie ganz ruhig. Ja. Jawohl. Erste Frage. Wo waren Sie in der Nacht vom 12. zum 13. Mai? Ich war, glaube ich, unterwegs. Ja. Ich kam vom russischen Unterricht. Interessant. Und die Russischlehrer wird natürlich bezeugen, dass Sie zur fraglichen Zeit bei ihm waren. Ja, nein, der war an dem Tag nicht zu Hause. Sie nehmen dort offenbar Fernunterricht. Ja, das kommt öfter vor, dass der nicht zu Hause ist. Zweite Frage, wie sind Sie an die Brieftasche gekommen? Ach so, ja, die Brieftasche. Ich suchte nach einem Ausweis. Haben Sie die Brieftasche von dem Ermordeten? Ja, sicher.
Das ist ja das Merkwürdige. Der war nämlich schon vorher tot. Tot? Ja. Das ist allerdings merkwürdig, dass ein anderer so liebenswürdig war und ihm die Arbeit des Totschlagens abgenommen hat. Wer war denn dieser Wohltäter? Ja, das weiß ich leider nicht. Das ist bedauerlich. Übrigens, das ist nicht meine Sache. Den Mörder soll die Polizei suchen. Dafür kriegen sie ja ihr Geld. Letzte Frage. Warum haben Sie den Leichenfund nicht sofort gemeldet? Dazu bin ich nicht verpflichtet. Halten Sie das für eine ausreichende Begründung? Na, ich war ja nachher auch bei der Polizei, aber die haben mich ja weitergeschickt zum Fundbüro. Dann waren Ihre Aussagen vor der Polizei wohl nicht ganz lückenlos. Die haben ja gar nicht weiter gefragt. Übrigens, die Brieftasche, die ist mir gestohlen worden. Und auch dann haben Sie keine Anzeige erstattet. Es war ja nicht mein Geld. Richtig. Und deshalb haben Sie von dem Geld nicht auch nichts verbraucht. Hören Sie, ich war seit Monaten arbeitslos, verdammt. Glauben Sie, ich hätte Lust, bei lebendigem Leib zu verhungern? Hunger. Damit hätten wir auch das Motiv für den Mord. Die Handschellen haben Sie aber gleich mitgebracht. Bitte. Den Weg hätten Sie sich sparen können. Ich wollte nämlich gerade selber hin, um alles aufzuklären. Eben das möchte ich vermeiden. Gestatten Sie, mein Name ist Huppertz. Toni Huppertz. Beistand für polizeilich Bedrängte. Was? Machen Sie, dass Sie rauskommen! Das sagen alle meine Klienten, wenn sie neu sind. Ich lege keinen Wert darauf, Ihr Klient zu sein. Ich habe Sie nicht bestellt. Von mir kriegen Sie keinen Pfennig. Das will ich auch gar nicht. Das Bezahlen besorgt Ihre Freundin Barbara. Sie hat mich zu Ihnen geschickt und mir Ihre Sache auf die Seele gebunden. Zigarette gefällig? Ich weiß gar nicht, warum Sie mir abraten, die Sache aufzuklären. Ich bin unschuldig. Diese Behauptung nützt Ihnen wenig. Ich habe mir ja gerade durch mein improvisiertes Verhör gezeigt, dass Sie reif fürs Schafott sind, mein Lieber. Feuer. Damit, meine Damen und Herren, ist der Beweis des Alibis zusammengebrochen. Das einzig Erstaunliche ist, dass der Angeklagte sich in Anbetracht der erdrückenden Beweismittel bis heute noch nicht zu einem Geständnis bequemt hat. Der Angeklagte hat einen Menschen vorsätzlich und mit Überlegung getötet und beraubt. Er ist des Mordes schuldig. Ich bitte um Ruhe. Ruhe! Und bleiben Sie doch draußen! Der Saal ist doch voll! Ich beantrage gegen den Angeklagten die vom Gesetz dafür vorgesehene Todesstrafe. Sowie Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit und Einziehung des bei der Tat benutzten Hammers. Ich lege eine Verhandlungspause ein. Die Sitzung wird um 14 Uhr fortgesetzt. Zeit. Das ist richtig. Ich bin wohl zu spät. Sie seien zu froh. Was machen wir denn jetzt? Mittagessen. Und dann? Ja, dann ist immer noch Zeit, dann redet der Verteidiger. Und dann soll ich mich erst melden? Dann wird sie erst mal das Ergebnis der Beratung abwarten. Ich weiß nicht. Also, sie müssen Vertrauen haben zur Justiz. Sie werden lachen, Herr Rechtsanwalt, aber die Trommelei mit Ihren Fingern, die macht man nervös. Na, warten Sie erstmal ab, wie ich die Ausführungen des Staatsanwaltes widerlege. Punkt für Punkt, mein Bester. Jetzt sind das alles widerlegen, das lobe ich Ihnen ja von Herzen, aber... Aber? Na, ich brauch's Ihnen ja nicht zu loben. Die anderen müssen die loben, die das Urteil machen. Und die haben die Rede von Herrn Staatsanwalten gehört. Und dann war Pause. Und das hätten sie nicht zulassen sollen. Wenn die nachher wieder auf ihre Bänke sitzen, die Bäuche mit Schnitzel vollgeschlagen, dann haben die ihr Urteil schon fertig. Und dann, Herr Rechtsanwalt, können sie widerlegen, so viel sie wollen. Da
Reden Sie jene Mauer. Das macht mal unsicher. Habe auch nicht das richtige Vertrauen. Und dann nehmt es mir nicht übel, Herr Rechtsanwalt, aber das ist kein gutes Zeichen, nicht? Wenn die Herren Rechtsanwälte anfangen, mit die Finger zu trommeln. Die Verhandlung wird fortgesetzt. Ich erteile dem Herrn Verteidiger das Wort. Meine Herren Richter, hohes Gericht. Der Herr Vertreter der Anklage hat es für richtig gehalten, von der Persönlichkeit des Angeklagten auszugehen, von seinem Vorleben. Jawohl, 14 Mal ist der Angeklagte vorbestraft worden wegen Eigentumsvergehen. Aber 14 Mal hat er es geradezu peinlich vermieden, Gewalttätigkeiten anzuwenden. Nicht ohne Grund nennt man ihn den leisen Lulli. Hohes Gericht, lassen Sie uns nicht den Fehler machen, die offensichtlichen Lücken des Schuldbeweises durch das zweifelhafte Vorleben des Angeklagten auszufüllen. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Mann, der mit seinen 33 Jahren seines Lebens zwar nicht in Redlichkeit, aber doch in Sanftmut verbracht hat, nun plötzlich in seinem 34. Lebensjahr ein brutaler Mörder wird. Einen wehrlosen Menschen hinterrücks überfällt und ihm mit dem Hammer den Schädel einschlägt. Das habe ich dir gesagt, das ist ganz große Klasse. Quatsch, ein typischer Rechtsverdreher. Keine Ehre im Leib. Ich bitte um Ruhe. Zum letzten Mal. Bitte, Herr Verteidiger. Nur eines hat den Angeklagten bisher belastet. Der Besitz der Brieftasche. Auch ich muss gestehen, dass er über ihren Erwerb bisher unglaubwürdige Aussagen gemacht hat. Es wird uns wahrscheinlich allen ewig ein Rätsel bleiben, wie er in den Besitz der Brieftasche gekommen ist. Aber noch viel rätselhafter wäre es, dass ein so erfahrener Verbrecher, ein Profi, wenn er den Mord begangen hätte, das Belastungsstück in seiner Tasche trüge. 2 Tage lang. Wie hat die Anklage heute Morgen gesagt? Ein Mörder läuft nicht tagelang durch die Weltgeschichte und trägt ein tödliches Beweisstück mit sich spazieren. Doch, das haben Sie gesagt. Das muss ja auch im Protokoll stehen. Ich wiederhole, es wird uns allen ewig ein Rätsel bleiben, wie der Angeklagte in den Besitz der Brieftasche gekommen ist. Aber, meine Herren Richter, glauben Sie wirklich, die Rätsel dadurch lösen zu können, dass Sie den Angeklagten um einen Kopf kürzer machen? Hier geht es ja gar nicht mehr um eine Brieftasche, hier geht es um ein Menschenleben. Bin noch zu jung. Mein lieber Anton, das hast du fein gemacht. Ja. Wirklich fein gemacht. Prost. Prost. Du wolltest mich ja besoffen machen. Nein. Ja, wolltest du. Ich bin's ja auch. Fast. Aber, Anton, ich will da was sagen. Ich gehe jetzt hin. Ich gehe jetzt trotzdem hin. Ich gehe mitten in den Gerichtssaal und da stehe ich meinen Mann. Siehst du, dein Wein, der hat mir mal Angst gemacht. Ich habe nämlich so furchtbare Angst. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr. Überhaupt keine Angst mehr. Guter Anton, dafür danke ich dir. Fräulein, schnell zwei Portionen Kaffee. So, und jetzt? Anton, wo ist die Uhr? Anton, die Uhr ist weg. Die Uhr weg ist, Anton. Dann ist es Zeit. Ja. Komm, Anton. Komm. Komm her. Anton! Anton, komm her! Paul! Paul! Du kannst keine Sachen machen! Paul! Damit wären nun alle Belastungsmomente und Indizien widerlegt.
Und nun frage ich Sie, wer ist der Mörder? Also mal, Herr Rechtsanwalt. Was ist denn? Bitte wollen Sie mich nicht unterbrechen. Ich frage Sie, wer ist der Mörder? Wer hat den Juwelierkönig mit dem Hammer erschlagen und ausgeraubt? Sei doch ehrlich mal stille, der Mörder ist doch... Ruhe bitte! Wenn Sie die Verhandlung weiter stören, muss ich Sie abführen lassen. Bringen Sie mir den Mann, der die Brieftasche vor dem Angeklagten hatte. Das ist der Mörder. Den Angeklagten aber beantrage ich freizusprechen und die Kosten dem Staat... Ich habe Krach mit meiner Frau. Ich möchte mich scheiden lassen. Bin ich hier richtig? Was war denn da los? Da wollte wohl einer ausbrechen. Aber Sie haben ihn wieder. Was wünschen Sie? Ich habe Krach mit meiner Frau. Ich möchte mich scheiden lassen. So, scheiden wollen Sie sich lassen. Da müssen Sie zunächst zu einem Scheidungsanwalt. Ach so. Ja. Schöner Hund, braver Hund. Halt die Schnauze! Außerdem bin ich ihr bekannt. Das wirst du gleich sehen. Baba! Willi, Baba! Ich bin's, Paul! Ausgabe, der leise Lulli zum Tode verurteilt. Der leise Lulli zum Tode verurteilt. Danke sehr, mein Herr. 10 Pfennig. Nachtausgabe, der leise Lulli zum Tode verurteilt. Nachtausgabe, 10 Pfennig. Der leise Lulli zum Tode. Und was ist noch mit der Revision? Abgelehnt. Leider. Ist denn da ja nichts mehr zu machen? Ich kann mir doch wegen nichts und wieder nichts den Kopf nicht abhacken lassen. Naja, als letzte Rettung wäre natürlich immer noch das Gnadengesuch. Gnadengesuch? Wissen Sie, das ist ja sonst nicht meine Tour. Aber wenn es um den Kopf geht. Gut. Dann machen Sie mal gefühlvolles Gnadengesuch. Aber ein Gnadengesuch muss sich natürlich auf etwas stützen. Ihr Vorleben war nicht gerade sehr erbaulich. Und in der Verhandlung haben Sie den denkbar schlechtesten Eindruck gemacht. Und bis zum letzten Augenblick alles hartnäckig abgeleugnet. Sie hätten etwas mehr Reue zeigen müssen. Reue? Ja, weil wenn der zieht, Reue, halt immer. Na gut, ausgezeichnet. Dann legen Sie zur besseren Fundierung Ihres Gnadengesuches noch nachträglich ein reumütiges Geständnis ab. Was für Geständnis? Wo ich überhaupt ja nicht gewesen bin? Nee, Rechtsanwalt, nee. Mit mir können Sie ja alles machen, aber so eine Lücherei, das ist mal zu dicke. Tja, lieber Mann. Das ist natürlich sehr unangenehm. Und es geht mir natürlich auch sehr nahe. Sehr geehrter Herr Wunderwald, Ihre Bewerbung vom 14.07.30 haben wir erhalten. Im Auftrag der Direktion bitten wir Sie, baldmöglichst hier vorstellig zu werden. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie als Betriebsingenieur in Aussicht genommen sind. Mit vorzüglicher... Wenn Sie sich noch einen Augenblick gedulden wollen, ich stehe Ihnen dann gleich zur Verfügung.
Setzen Sie sich doch. Danke. Und in welcher Angelegenheit kommen Sie? Ja. Herr Rechtsanwalt, ich habe nur eine Frage. Ja. Wenn einer etwas von einer Sache weiß und er sich als Zeuge meldet, kann er dann verhaftet werden? Nein. Das heißt, es kommt natürlich darauf an, ne? Ja. Ja, ja. Wenn nun der Zeuge lange arbeitslos war und jetzt endlich bekommt er wieder eine gute Stellung angeboten und dann wird er verhaftet wegen dieser Zeugenaussage, obwohl er unschuldig ist und seine Stellung ist futsch. Ja, ja, verstehen Sie? Wenn nun der betreffende Zeuge seine Aussage schriftlich macht, ohne Absender, kann ihm da etwas passieren? Nein. Aber anonyme Aussagen sind wertlos. Ach so. Ja, hallo? Gefängnis? Ja, stellen Sie durch. Ja, bitte? Der leise Lulli. Na, endlich. Ist es schon zum Protokoll genommen? Ja, gut, dann werde ich alle weiteren Schritte unternehmen. Danke. Verzeihung, was hat der leise Lulli? Ein Geständnis gemacht. Aber warum interessiert Sie das? Der ist ja wohl wahnsinnig geworden. Dann kann ich ihm jetzt gar nicht mehr helfen. Vielleicht doch. Herr Rechtsanwalt, der Tote hat doch in einem Torweg gelegen. Ja? Ja, sehen Sie, wenn man jetzt einen Zeugen fände, der gesehen hat, dass er nicht in einem Torweg gelegen hat, sondern auf der Straße, genügt das für eine neue Gerichtsverhandlung? Ja, dieser Tatbestand würde ausreichen für ein neues Verfahren. Dazu brauche ich allerdings Ihre Personalien. Nein, ich komme hier weniger in Frage. Aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Ach, das ist sehr interessant. Was für ein Tipp? Setzen Sie ein Inserat in die Zeitung. Mhm. Aber so, dass es jeder sieht. Und wenn sich auf das Inserat hin kein Zeuge meldet, dann suchen Sie mich auch durch die Zeitung. Mein Name ist in diesem Fall XY. Sehen Sie, mein Sohn, vielleicht haben Sie es sogar besser als wir anderen auf Erden. Denn morgen schon stehen Sie vor dem Richterstuhl des Herrn und sehen ihn in seiner ganzen Herrlichkeit. So herrlich ist wohl nicht. Was soll Strafe sein? Mach's gut, Lulli. Hört mal Mühe hier. Das soll schnell vorbei sein. Das ist ja ein Trost. Hast du noch irgendeinen Wunsch? Könnte den Karl Faktor drum bitten. Wenn es möglich ist, ein Grammophon mit der Platte, ich hab mein Herz in Heidelberg verloren. Wird mal sehen, was sich machen lässt. Sollen wir noch etwas zum Herrn beten? Kann mich mehr schäbig vor, so kurz vor Schluss damit anzufangen. Was soll denn der Herr Gott von mir denken? Nehmen Sie es mal nicht so tragisch, Herr Pfarrer. Ertragen Sie es mit Fassung. Was soll ich denn jetzt sagen? Sehen Sie, ich sag mir, du bist jetzt so oft gewesen und sie haben den nicht erwischt. Und dann bist du es nicht gewesen und sie haben dich doch erwischt. Deshalb bin ich auf dem Herrgott auch ja nicht böse. Der wird dann schon alles richtig verrechnen. Ich möchte bloß wissen, ob das weh tut. Richtig dumme Frage. Das werden Sie auch nicht wissen. Es hat sich also kein Zeuge gemeldet. Nein.
Morgen früh um 5 bringen Sie ihn um. Hast du einen Cocktail? Wärme und Gin? Kannst auch einen Zeitger haben. Wie du dich verändert hast. Ja, warum denn nicht? Klar doch. Ich habe doch jetzt 550 Mark Monatsgehalt. Besser bist du dadurch nicht geworden. Nein. Es ist jetzt 9, Paul. 9:03 Uhr. Und Lulli? Prost. Willst wohl nicht trinken. Sie bringen ihn um! Also gut, ich gehe hin. Ich habe Angst um dich, Paul. Das habe ich doch auch. Damit du es endlich weißt, ich habe Angst. Weil es mir genauso gehen würde wie dem leisen Lulli. Paul! Das weißt du auch und deshalb weinst du. Und wir zwei, wir haben jetzt die Wahl, wen sie unschuldig hinrichten. Morgen früh einen Schwerverbrecher oder ein paar Wochen später mich. Trotzdem musst du hingehen. Wenn die Justiz sich irrt, dann ist das doch ihre Sache. Wenn du die Brieftasche nicht genommen hättest, wäre alles nicht passiert. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, die auf der Polizei, die werden mir nicht glauben. Und wenn ich ihnen alles haarklein erkläre. Wenn du nicht hingehst, Paul, dann gehe ich und erzähle alles. Nervensache, Paul. Reine Nervensache. Weißt du, wenn die Sonne rauskommt, dann... Aber bis dahin nicht schlapp machen, Junge. Nacht zusammen. Somit hat die Zahl der Arbeitslosen eine neue Rekordhöhe erreicht. Düsseldorf. Nachdem sein Gnadengesuch abgelehnt wurde, wird der Mörder mit dem Hammer, Ludwig Merkel, genannt Leiser Lulli, heute Morgen in der Frühe hingerichtet. Sie hören jetzt eine Diskussion über das aktuelle Thema: Ist ein Justizmord in der modernen Rechtspflege noch möglich? Hören Sie nicht, ich habe gesagt, es ist eilig. Er ist doch unschuldig. Da können Sie doch nicht einfach sitzen bleiben. Sie sind ja wahnsinnig mit Ihrer Schreibmaschine. Hören Sie auf! Sie müssen sich noch etwas gedulden. Der Staatsanwalt ist noch nicht hier. Und auf den müssen wir warten. Und der leise Lulli, der muss sich auch noch gedulden. Nehmen Sie doch so lange Platz. Wer war denn das? Der Herr Scharfrichter. Staatsanwalt Fricke. Klausen, bringen Sie mir mal den leisen Lulli rüber. Haben Sie die Dame schon mal irgendwo gesehen? Nicht wahr, Sie haben die Brieftasche mir doch gestohlen. Das müssen Sie doch noch wissen. Sagen Sie es ruhig. Hat Ihnen ach so, die Brieftasche. Ja, das kann schon möglich sein. Natürlich. Das waren Sie. So. Und weshalb haben Sie während des ganzen Verfahrens behauptet, es sei ein Mann gewesen, dem Sie die Brieftasche gestohlen haben? Was hat er gesagt? Hat gelogen. Außerdem haben Sie nach der Verhandlung den Mord eingestanden. Hab ich auch wieder gelohnt. Wissen Sie, das hat mein Anwalt so gewollt, von wegen der Reue vor der Gnadengesuch. Na, wie dem auch immer sei. Bauen Sie Ihre Anlage mal wieder ab, ich möchte die Exekution vertagen. Es könnte immerhin möglich sein, dass... Nein! Mein Name ist Wunderwald, Ingenieur Paul Wunderwald. Ja, bitte? Ich wollte Ihnen nur sagen, was die Dame Ihnen erzählt hat, das stimmt! Woher wissen Sie das? Waren Sie dabei? Dabei? Ich bin doch derjenige, von dem Lulli die Brieftasche hat! Was ist das? Da ist er ja! Mein Gott, da ist er ja! Wer? Ja, von dem ich sie gestohlen habe! Was?
Erst war es ein Mann, der die Brieftasche hatte, dann war es auf einmal das Fräulein und jetzt ist es wieder ein Mann? Und Sie lügen alle drei. Sie wollen bloß die Vollstreckung aufhalten. Also nicht erbarmen. Ich habe jetzt keinerlei Anlass mehr, die Exekution aufzuschieben. Herr Staatsanwalt, wenn Sie jetzt das Urteil vollstrecken lassen, dann begehen Sie einen Justizmord. Zu diesem Ausdruck muss ich mir verbieten. Wer sagt Ihnen, dass ich Sie nicht anhören will? Das ist meine Pflicht. Also, was haben Sie mir noch zu erzählen? Ich will Ihnen nichts erzählen. Ich will nur ein paar Fragen stellen. Marion? Was für einen Hut trug der Tote im Torweg? Du weißt es nicht, aber ich weiß es. Herr Staatsanwalt, er trug einen schwarzen Steifenhut. Richtig. Zweite Frage, Marion. Wie war das Wetter in der besagten Nacht? Das weißt du auch nicht. Aber ich weiß es. Es war ein Sauwetter. Richtig. Dritte Frage, Marion. Wenn du es wirklich warst, die dem Toten die Brieftasche wegnahm, dann musst du auch wissen, ob er auf dem Rücken gelegen hat oder auf dem Gesicht. Auch das weißt du nicht. Aber ich weiß es. Er lag überhaupt nicht. Ich habe ihn an die Wand gesetzt. Sie wissen auffallend gut Bescheid. Sehen Sie? Aber jetzt stelle ich eine Frage. Wer hat den Juwelierkönig ermordet? Die Kante des Hammers passt genau in die Schädelwunde. Und von selbst setzt sich kein Hammer in Bewegung. Aber vielleicht doch. Von oben. Vielleicht vom Dach. Im Torweg gibt es kein Dach. Nein, im Torweg gibt es kein Dach. Der Herr lag aber gar nicht im Torweg. Ich habe ihn erst dorthin geschleppt, weil ich dachte, er sei betrunken. Ich habe ihn auf dem Bürgersteig gefunden. Der Tote lag erst auf dem Bürgersteig? Das konnte natürlich keiner wissen. Das war auch dem Gericht unbekannt. Und das gibt der Sache ein anderes Bild. Wir werden den Fall einer erneuten Prüfung unterziehen. Was wollen Sie denn? Können Sie mir ja nicht in Ruhe lassen? Hier. Hoffentlich passt er. Wenn er nicht passt, können Sie ihn umtauschen. Die Rechnung liegt bei. Und hier ist noch was für den Anfang. Das ist ja nun sehr lieb von Ihnen, wissen Sie. Aber nee, behalten Sie mal. So billig können Sie sich nicht freikaufen. Na, hören Sie doch mal. Hören Sie mal besser. Und zwar auf die Stimme von Ihr Gewissen.